Tja, und wieder mal ein bisschen Star Wars im Lego-Format. Willkommen zurück. Ich muss noch mal kurz erwähnen, dass wir diesen Episode 1 Bonus doch nicht machen werden. Habe ich vergessen zu sagen. Habe ihn mir mal angeschaut und war irgendwie komisch. Bin ich nicht mit klargekommen, mache ich für mich alleine, denke ich. Wir machen jetzt stattdessen mit Kapitel 3 von Episode 2 weiter, und zwar die Droidenfabrik. Ruhe, R2. Aber das freut ihn natürlich, Droidenfabrik. Haha, da hört er hin, ne? So. Tja, Anakin, als Padawan auch er noch völlig am Versagen. Na, was haben wir denn hier? Mich kann nichts täuschen. Ja, da hat die Frau einmal wieder gezeigt, Gewalt ist nicht immer die Lösung, aber in den meisten Fällen. Ich muss auch sagen, also die Kapitel hier in Episode 2 setzen recht spät in der Geschichte an, aber das liegt einfach daran, dass es einfach davor schwierig ist, da irgendwas Gescheites draus zu machen. Noch ein Miniclip, was ist das denn? Ey! Ruhe im Karton, habe ich gesagt. Ruhe! Ihr auch noch! Ihr Wahnsinnigen! Oh, er macht gleich noch ein Salto dazu, der hohe Herr. So ist das also. Ja, es passiert einfach so nicht unbedingt so viel, was man davor noch in irgendwelche spannenden Action-Kapitel verpacken könnte. Das ist einfach das Problem. Ich meine, sie haben es ja trotzdem ewig geschafft, aber die Kapitel setzen alle recht spät in der Geschichte an. Ist ja nicht so schlimm. Ich meine, wer das hier spielt, der kennt die Geschichte eh. Also wer die Geschichte nicht kennt und das spielt, also das wäre ein bisschen blöd. Oh nein, Padme, was hast du jetzt schon wieder getan? Tja, Anakin, vor 10 Jahren hättest du da noch reingepasst. Und jetzt... Ah, jetzt ist dein Arsch einfach zu fett dafür. Also, dass ich natürlich Anakin steuere, versteht sich von selbst.
La la la. Och, Anakin. Dramatische Musik, hör auf damit. Boah, das gibt einen Tausender, den brauche ich. Oha! Anakin, geh jetzt auf diese Safe-Plattform. Anakin! Perfekt. Oh Gott, ein Druidika. Was haben wir hier? Oh, da brauchen wir Erz wofür. Hat mir schon zum zweiten Mal gestorben. R2, da bist du ja. Ich weiß zwar nicht, wo du herkommst, aber R2! Geld! Nein, Anakin, jetzt werden wir nicht im Ventilator spielen. Das ist nichts für Kinder. Ach, so ist das. Da ist noch mehr Geld. So, hier ist noch etwas. Ah! Wow! Ups. Ich wusste gar nicht, dass das abstürzen kann. Ach so geht das. Padme, jetzt mach doch mal was richtig. Ich weiß, du bist gerade schwer von Anakin abgelenkt, aber trotzdem. Versuch bei der Sache zu bleiben. Reiß dich zusammen, Frau. Was ist denn jetzt schon wieder? Ganz ehrlich, diese dramatische Musik geht mir gerade so auf den Sack. Seht ihr, ich lasse mich schon so sehr davon irritieren, dass ich schon wieder in den Abgrund falle. Das kann doch nicht der Sinn sein. Ach so, Anakin ist schon mal weg. So ist das also. Auf dem Ego-Trip, hä? Das sind nur so leicht spätpubertäre Phasen, die gerade bei ihm einsetzen, habe ich das Gefühl. Und dabei heißt es doch immer Ladies First. Ja, ist wohl nicht, was? Aua. Oh, ein Power-Up. Oh. Oh, ein Power-Up. Wow. Ich wusste gar nicht, dass ich damit mehrere auf einmal platt machen kann. Cool. Ja, doch. Also das muss ich jetzt echt mal als cool bezeichnen. 3 von 10. Ja, also es ist halt so, im Story-Modus kriegt man halt immer nur begrenzt Minikits von 1 oder bis 10 vielleicht mal. Oder 7 höchstens. So. Oh, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Springrätsel. Padme kriegt es gerade wieder nicht hin. Lass das mal Anakin machen. Der weiß, wie man sowas macht. Der Mann im Hause. Halt! Da ist ja noch Geld! Geld! Ist ja auch noch Geld? Nö. Enttäuschend. Alter Leute, dass ihr jetzt alle auf derselben Plattform mit mir stehen müsst, ne? Boah, jetzt schon wahrer Jedi. Nicht schlecht.
Und tschüss. Ja, man sieht, die Druidenfabrik ist da hinten fleißig zugange. Haha, ich hab's geschafft und ihr nicht. Keine Ahnung, wie Anakin darüber kommt. Oh, offenbar gar nicht. Ah doch, da ist er ja. Der Staub legt sich. Und zurück bleibt nur ein weiteres Panel für R2. Oh, jetzt macht er sogar noch einen Doppelsalto nach hinten, der feine Herr hier, hä? Padme, kommst du da rüber? Ja. Anakin, du sollst ihr nicht immer hinterherlaufen. Lass den Käse. So, das hilft jetzt aber leider nicht viel. Weil wir müssen jetzt C3PO trotzdem noch hier rüber schaffen. So, komm her. Geh jetzt darüber. Ey! Na, soll mir recht sein. Also hier hat man wirklich gut gelegt. Halt. Wo steckt er denn jetzt? Ach, der ist bestimmt jetzt wieder ganz vorne gelandet. Das hatte ich eigentlich jetzt auch gar nicht vor. Was ich sagen wollte, man hat hier genug Gelegenheit, diesen Jedi-Bonus zu erfüllen. Oh, natürlich ist er vorne gelandet. Ganz ehrlich, nur weil man hier zum Spaß ihn mit der Macht weghauen kann. Echt. So, und jetzt geh darüber. Und zwar ohne meine Hilfe. Oh, das kriegt er nicht hin. So, und jetzt geh darüber. Los. Vielen Dank. So, weiter geht's. Ah, da kommen wieder die Geonosianer. Mit ihren scheiß Plasma-Blastern. Ich weiß nicht, was das ist. Also Protonenladung, ich weiß es nicht. Sagen die Geonosianer, gehen wir auf den Sack wie kaum ein anderes Volk. Oh, ein Power-Up! Oh, ein Power-Up! Ja, jetzt kommt her. Toll, das war's. Nicht hin. Nee. Okay, komme ich auch nicht hin. Nee, keine Chance. Das ist wieder eine Aufgabe für Trottel Jar Jar. R2, wo steckst du denn? So, kann Padme hier oben noch was ausrichten? Ja. Ja, und jetzt? Was wolltet ihr mir jetzt damit sagen?
Na, lassen Sie mich in Ruhe. Ja. Weil ich bin ja nur ein dämlicher Astromech. Was? Erzwo kann die Schilde außer Kraft setzen. Das wusste ich auch nicht. Schön. Und wir haben auch 6 von 10 Minikits schon. Sehr gut. Ich bräuchte auch so ein paar Droiden, die mir einfach hier alles... jede und jede Tür hacken. Oh, jetzt wohl ist eine Aufgabe für dich, glaube ich, ne? Ja, genau. Ich weiß ja nicht mehr, wofür das gut ist, aber mach einfach mal. Vielleicht kommt ja ein Überraschungsei bei raus. Weiß man ja nie. Wow, da geht's in den Abgrund. Warum sagt mir das niemand? Ach, das ist auch wieder eine Aufgabe für Trottelcharger. Oh, ein Power-Up. Oh. Oh, ich sehe warum. Danke für diese vielen Preise. Danke für diese tolle Macht. Manchmal ist es doch ein bisschen komisch mit dem Jedi-Bonus. Ich meine, zweimal haben wir das Ding erst auf den letzten Metern geholt. Und hier, wie bei Kamino, lag die Obergrenze bei 40.000. Und wir haben das einfach mal das Doppelte geholt. Ich weiß ja nicht. So, jetzt befreien wir mal Obi-Wan, der auch als Meister mal wieder komplett versagt hat. Und wir haben Anakin Skywalker 10 Jahre gealtert. Und wir haben Padme auch 10 Jahre gealtert. Und wir haben C-3PO auch 10 Jahre gealtert, aber man sieht es ihm einfach nicht an. Bara Jedi haben wir sowas von erfüllt. Und Geld! Geld! Geld ist schon was Tolles. Und Minikits haben wir erstaunlich viele geholt. Und wer kann erkennen, was am Ende dabei rauskommen soll? Na, na? Gut, dann hauen wir uns zurück in die Kantine. Und wieder einmal stellt mir das Spiel einen Begleiter zur Seite, der nicht so optimal ist. Egal. R2 braucht bestimmt jetzt ein Ölbad. Anakin bringt alles zum Leuchten hier, aber es ist keiner da. Na, toll. Dann gehe ich. Toll. Puh. Ja. Anakin braucht, glaube ich, auch eine Pause. Ich auch. Und ich würde sagen, dann machen wir eine Pause. Und beim nächsten Mal geht's weiter in Episode 2. Ja, dranbleiben. Und bis zum nächsten Mal.